Willkommen bei Tate der Jugend im Kinderzimmer. Heute hat Jürgen Heidel für uns die Geschichte des Kaisers Nachtigall gelesen. Diese Geschichte spielt in China. Der Kaiser wollte den wunderschönen Gesang der Nachtigall besitzen. Deshalb sollte die Nachtigall am Hof des Königs bleiben. Sie bekam einen eigenen Käfig und einen goldenen Pantoffel um den Hals. Toll! Und sie genoss die Freiheit, zweimal des Tages und einmal des Nachts in die Freiheit zu dürfen. Ja, aber 12 Diener mussten sie dabei begleiten und sie war an einer Leine festgemacht. Kein Wunder, dass sie hinaus ist zum offenen Fenster in die grünen Wälder. Im Moment würde ich das auch manchmal echt gerne tun. Einfach raus. Hey, lass uns ein Experiment machen. Ein Freiheitsexperiment? Ja. Wir basteln heute ein Taumatrop. Eine Wunderscheibe. Ich glaube, Freiheit entsteht im Kopf. Vielleicht ist Freiheit auch eine Ansichtssache, wie bei unserem Taumatrop. So sieht man eine eingesperrte Nachtigall im goldenen Käfig. Und so sieht man einen goldenen Käfig und eine freie Nachtigall. Bastelt eure eigene Wunderscheibe.